Diese neue Erfindung hat mich sehr interessiert und ich danke sehr für die Vorstellung derselben. Haben Sie ihn erkannt? Klingt er nicht so, wie man sich ihn vorstellt, den Kaiser Franz Josef? Diese Aufzeichnung seiner charmanten Wiener Stimme ist so alt wie unser Jahrhundert und zweifellos ein Dokument der Zeitgeschichte, ein ganz besonderes sogar. Denn erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gelingt es, den Klang der menschlichen Stimme für die Nachwelt zu erhalten. Das ist mehr als eine amüsante technische Spielerei. Es ist der Beginn einer neuen Ära, der Radio-Ära. Von nun an können historische Ereignisse, unabhängig von Ort und Zeit, von jedermann miterlebt werden. Eine völlig neue Möglichkeit, Geschichte zu erfahren. Und genau hiervon handelt unsere Serie Die ersten 100 Jahre eines neuen Zeitalters. Geschichte im Originalton, aber auch Geschichte und Geschichten, die der Rundfunk machte. Als neues Medium mit ganz eigenen Methoden. Immer wollen wir Ihnen mit Originalaufnahmen aus der jeweiligen Zeit den authentischen Zeitgeist vermitteln, auch wenn er manchmal etwas knackt, knarzt und borzelt. Doch zurück zu Kaiser Franz Josef und seiner guten alten Zeit, die Ära, in der sich die Mächtigen und Prächtigen in Lebensstil und Träumen am liebsten ins Gottesgnadentum des Mittelalters zurückziehen, während es das Bürgertum gar nicht abwarten kann, in ein neues Zeitalter aufzubrechen. Mit Chemie und Physik, mit neuen Verfahren und Techniken. Und die Millionen, die dieses Zeitalter für ein miserables Entgelt aufbauen? Sie lassen sich in großer Mehrheit mit militärischen Brimborien und Spektakeln bei vaterländischer Laune halten. Vor allem in Berlin geraten die Paraden zu Volksfesten. Und der Anblick vom Aufziehen der Schlosswache gilt als Erlebnis fürs Leben. So bedeutend, dass man es akustisch auf einer Walze festhält, um es zu Hause immer und immer wieder mithören und miterleben zu können. Das Gewehr über zum Parademarsch. Erste Waffe gerade auf. Parademarsch. Zinnsoldaten, Romantik und Begeisterung für die neuen Wunderwerke der Technik. Das sind natürlich auch die Themen, die der populärste Couplet-Sänger des Kaiserreichs aufs Korn nimmt, Otto Reuter. Für die enorme Gage von 15.000 Goldmark pro Monat tritt er im Berliner Wintergarten auf und amüsiert sein Publikum. Ach wie fein, wird's in 100 Jahren sein. Grammophone gibt es dann bei groß und klein. Was man spricht, schwindet nicht, denn das Grammophon nimmt's auf und der Kinematograph bringt Filter raus. Ist man dann einmal gestorben, ist es auch nicht aus, denn der Enkel nimmt ganz flink den Apparat heraus. Vater, Mutter, Schwester, Brüder, sieht und hört er dann sehr bald. Und wenn die Schwiegermutter kommt, dann ruft er halt. Otto Reuters spöttische Vision von anno dazumal ist von unserer heutigen Wirklichkeit längst überholt worden. Das hat selbst der äußerst fantasiebegabte Thomas Alva Edison nicht zu träumen gewagt, als er vor über 100 Jahren, am 18. Juli 1877, in seiner Werkstatt ein Experiment mit Erfolg abschließt. Die erste Tonaufzeichnung der menschlichen Stimme. Für unsere verwöhnten Ohren ist es kaum wahrzunehmen, dass Edison selbst singt. Nur sein Lachen hört man deutlich. Also noch einmal, Mary Had a Little Lamp by Thomas Alva Edison. Edison ist von seinem Erfolg so begeistert, dass er sofort zu seinem Tagebuch greift und hineinschreibt, habe soeben mit einer Membran experimentiert, an der eine Nadel befestigt ist. Die Nadelspitze ließ ich gegen sich schnell fortbewegendes Paraffinpapier drücken. Die Schwingungen der Sprache wurden deutlich eingegraben und ich habe keinen Zweifel, dass ich in der Lage sein werde, die menschliche Stimme aufzuzeichnen und im gewünschten Augenblick automatisch und perfekt wiederzugeben. Fast genau 11 Jahre später, am 17. Juni 1888, ist es dann soweit. Edison stellt seinen Improved Phonograph fertig. Dieses Urmodell aller Walzengeräte tritt innerhalb weniger Jahre einen grandiosen Siegeszug um die Welt an. Stolz verbreitet Edisons Firma
Eigenwerbung auf ihren Walzen. Ich bin der Edison-Phonograph, ein Werk des genialen Erfinders Thomas A. Edison. Durch mich hören Sie mit vollkommener Naturtreue die berühmtesten Künstler, die hervorragendsten Kapellen, die beliebtesten Komiker. Ich biete Ihnen Orchestermusik, Sinfoniemusik und Instrumentalsoli jeder Art in vollendester Meisterschaft. Die herrlichsten Arien der klassischen Opern, die populärsten Schlager der modernen Operetten, die lustigsten Couplets können Sie durch mich genießen. Besonders ein Mann trägt zu dem enormen Erfolg des Gerätes bei, der Wundertenor Enrico Caruso. Nachdem Caruso vor den Aufnahmetrichter getreten ist und damit das Medium von dem Ruf befreit, eine kindische Spielerei zu sein, erklären sich immer mehr Gesangsstars der Jahrhundertwende bereit, ihre Kunst für die Nachwelt zu erhalten. Enrico Caruso übertrifft sie alle. Mit 234 verschiedenen Aufnahmen in zigfacher Millionenauflage kassiert er die damals unvorstellbare Summe von $2 Millionen an Tantiemen. Der Edison-Phonograph und auch das wenig später von Emil Berliner entwickelte Grammophon sollten im Verlauf der kommenden Jahre noch eine große Bedeutung für die Programmgestaltung des Rundfunks bekommen. Aber der entscheidende Schritt zur Entwicklung des Radios wird 1888 von einem deutschen Physiker in Karlsruhe gemacht. Heinrich Hertz gelingt die Erzeugung und damit der Nachweis von elektromagnetischen Wellen. Die ungeheure Tragweite seiner Entdeckung hat der 6 Jahre später verstorbene Hertz nie erkannt. Das tun sehr schnell andere Forscher und geniale Bastler wie der Russe Popov, der Italiener Marconi oder der Deutsche Braun. Die Sprechmaschine ist ein Thema, das jeden interessiert. Spekulationen, Experimente und Visionen gibt es ohne Zahl. Unter anderem einer des damals sehr populären Humoristen Gustav Schönwald. Verehrte Zeit- und Festgenossen, wenn wir heute im Jahre 2000 an jene längst vergangenen Zeiten zurückdenken, in denen die Menschen gezwungen waren, alles persönlich zu tun, was heute durch genial erdachte Maschinen ausgeführt wird, dann beschleicht uns ein geheimes Grauen. Ich, die Sprechmaschine, habe das Vergnügen, Sie alle im Namen der Veranstalter dieses Festes auf das Herzlichste zu begrüßen. Und deshalb, meine Damen und Herren, rufe ich Ihnen zu, so laut es meine Konstruktion gestattet, viel Vergnügen. Gustav Schönwald kann aber ebenso herzerfrischend blöd sein. Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot, denn meine Nase ist ganz rot und mein Gehirn, das wiegt kein Lot. Ich bin ein Idiot. Ich habe auch keinen Verstand. Ich habe auch keinen Verstand, der ist mir einfach durchgebrannt, als ich woanders festgerannt.
ich hab auch kein Verstand. Dann, 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 dann. Auf jeder Blume tauchtet flink das bunte Ding, der Schmetterling, und auf dem Ast im Sommerwind das Augelding, der Fassgesing. Von jedem Messen, was hat mein Schatz, ein Schmetterling, ein frecher Spatz, darum gefällt dem lockeren Blut das Onkel auch besonders gut. Springe, mein Liebchen, da springe, rasch ab die Schaukel zu. Die beste und die beliebteste Unterhaltung findet in jenen majestätischen Zeiten in den Berliner Revue-Theatern statt. Viktor Holländers Schaukellied aus der Revue Auf ins Metropol wird innerhalb kurzer Zeit zum Weltschlager. Aber es sind nicht nur süße Töne gefragt. Frech und fesch, zackig und zickig muss es zugehen, wie in der Paul-Linke-Revue Donnerwetter tadellos. Allein schon dieser Titel, ein Lieblingsausspruch des Kaisers, gilt als gelungene Provokation. In der Revue ist die bösartige Darstellung des bornierten Offizierskorps so perfekt geglückt, dass es allen Mitgliedern des Militärs verboten wird, eine Vorstellung zu besuchen. Es ist der Schön, 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 mein so, so manchem, das Motto ja früher viel zu dumm gewischt, das Präsidium, das ist der Arbeit, so der neue Po, der neue Polizeipräfekt, den wir im Tento haben entdeckt. Manches Unglück wird ein Glück, das hat man jetzt gesehen. Mit dem Zeppelin-Ballon war ein Malheur gesehen. Doch jetzt sammelt alle Welt... Nicht nur die Polizei, sondern auch der Nationalheld Graf Zeppelin wird mitsamt seinem Luftschiff als zu aufgeblasen empfunden. Ja, der neue Zeppelin-Ballon, das ist doch klar. Der wird besser und gediegen, als wie der alte war. Neues Leben wird sehr bald aus den Ruinen blühen. Aus dem Zippel, aus dem Zappel, aus dem Zeppelin. Der Herr Graf war jetzt belohnt für alle Qual und Mühen. Steigt er wieder hoch im Folgen unserer Sympathien. Und der Titel General Luftmarschall wird ihm verliehen. Für den Zippel, für den Zappel, für den Zeppelin. Claire Waldorf besingt die herbe Erotik der Hinterhöfe. Jüngst sprach du mir mal meine olle Tante. Du, Claire Mädel, hör mir mal zu. Ich rate dir im Juden als Verwandte. Lass bloß die Männer jederzeit in Ruhe. Die faulen Köpfe wollen bloß poussieren. Und die Bescherung hast du dann zuletzt. Da rief ich aus, ich lass man nicht verfehlen. Von mir wird jeder Mann ja bloß versetzt. Und trotzdem laufen kreuz und quer, steht in der mir alle Männer her. Mir hat ja die Natur verliehen, die frechten Beine von Berlin. Nach meine Beine sei in Berlin verrückt. Mit meine Beine habe ich manches Herz geknickt. Und zeig meine Beine voller Intelligenz. Da schlage ich aus dem Felde jede Konkurrenz. Im Luna Park besah ich mir das Neueste. Ein Herr, der führte mich an Wackeltopf. Da wurde mir der Fatzke ziemlich dreiste. Drum jab ich ihm eine Schelle an den Kopf. Er war nicht böse und ging mit mir zu Gier. Doch unterm Tisch, ach denken Sie sich bloß, wollt er mit meine Beine gleich poussieren. Der Telegrafieren ohne Draht ging los. Und voller Wut schrie ich, wie toll, mein Mensch, da piekte zu wollen. Sie haben wohl so einen kleinen Litititi. Da sagte er, ich bitte Sie, nach Ihrer Beine sei ich in Berlin verrückt. Mit Ihrer Beine haben Sie mir mein Herz geknickt. Darauf sag ich ganz gelassen zu dem Bösewicht, mit meiner Beine machen Sie die Dinge nicht. Studenten, Richter und auch Assessoren, die kieken stets nach meine Beine hin. Selbst mein Kapellmeister sagt unverfroren, in ihrer Beine liegt Musik drin. Wenn mein Schritt ich mal zum Zoo hinlenke, brüllt voller Freude laut der Elefant. Selbst alle Affen machen gleich Menkenke. Sie winken durch das Gitter mit der Hand. Und neulich blieb ich lachend stehen. Das hätten sie mal sollen sehen. Da kam so gleich der Wärter ran. Und wütend schrie der olle Mann. Na, ihre Beine sei an Berlin verrückt. Die ganzen Affenherzen sind total geknickt. Darauf habe ich erwidert voller Seelenruhe. Sie, olle Affe, lese man ihr Herz noch zu.
Es ist nur eine kleine Schicht von Adeligen und Großbürgern, die das vielfältige und faszinierende Amüsierangebot wahrnehmen kann. Ein Luxus, der sich ebenso im Besitz eines Phonographen oder Grammophons zur Schau stellt. Und wer innerhalb dieser Elite seine besondere Lebenskultur vorführen will, der legt sich zum Beispiel eine Platte mit dem Monolog des Faust zu. Am besten gleich die ergreifende Aufnahme mit Alexander Moissi. Sucht ihr mächtig und gelingt, ihr Himmelstöne mich am Staube. Klingt dort umher, wo heute Menschen sind, die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesem Klang, von Jugend auf gewöhnt, ruft sie auch jetzt zurück mich in das Leben. Sonst fürchte sich der Himmelsliebe Kuss auf mich herab in ernster Sabbatstille. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle und ein Gebet war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich zur Schwalb und Wiesen hinzugehen, und unter tausend heißen Tränen fühlt sich mir eine Welt entstehen. Dies Lied verkündete der Jugend muntre Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung, helft mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten ernsten Schritt zurück. Oh, schönes Wort, ihr süßes Himmelslied, die Träne quillt, die Erde. Mich wieder. Es fällt heutzutage schwer, diese bibbernde Ergriffenheit des Vortrages zu schätzen. Die Zeiten und der Geschmack ändern sich. Nur die Politiker scheinen die gleichen zu bleiben, wenn sie sich hemmungslos dem Pathos ihrer Worte hingeben. Eure Exzellenzen, meine Herren, in allen Stufen der Vorbereitung des Baus hat seine Majestät das Werk mit Interesse verfolgt und dieses wieder und wieder betätigt. Und darum gebührt unser Dank an diejenigen, die mitgearbeitet und mitgewirkt, an erster Stelle unserem königlichen Herrn. Kaiser Wilhelm II., die Enthüllung seines Standbildes bedeutet einen Schlussstein des wesentlichsten Teils des Baus. Konnte der Brücke erhabener Schmuck gewährt werden. Von Meister Tanz, den erstgebildet, reitet der Kaiser auf der gewaltigen Brücken- und Verkehrsstraße dem Dom zu, der seinen Ahnen die Auferstehung verdankt, ritterlich, stark und fest, ein Friedensfürst. Nur einen Namen gibt es für diesen Bau, Hohenzollernbrücke. Und diesen Namen verewige ich dir mit Kraft auftragend deiner Majestät des Kaisers und Königs. Zur Weihe des Werkes aber stimmen sie ein mit mir in den Ruf, deine Majestät, unser allergnädigster Kaiser und König Wilhelm II. Hoch! Das war Paul von Breitenbach, der preußische Minister für öffentliche Arbeiten und Chef des Reichsamtes für die Verwaltung der Reichseisenbahnen. Was bei ihm und anderen Repräsentanten des Kaiserreichs immer wieder frappiert, ist diese ungeheure Unterwürfigkeit. Am deutlichsten zeigt sich diese Selbstaufgabe der eigenen Persönlichkeit mit der Verherrlichung alles Militärischen. Der Mensch ist erst dann ein Mensch, wenn er gedient hat. Eine blinde Begeisterung, die zuweilen fatale Folgen hat. Die Kleidung
kleinen Kinder haben oft ihre Plage, doch herrlich haben die Kinder in Berlin. Die freuen sich immer am Paradetage, da hat ein kleiner Bengel froh geschrien. Ich bleibe heute nicht sitzen auf dem Stuhle, ich laufe rum und bin aus Rand und Band. Wir haben Parade, da haben wir keine Schule, denn danke ich dir, mein teures Vaterland. Zurücktreten, zurücktreten, zurücktreten. Aber Herr Wachtmeister, ich kann ja nicht mehr zurücktreten. Hinter mir steht ja meine Schwiegermutter. Marie, die Köchin, liebte den Rekruten, sie küsste oft den schmucken Reitersmann. Fress ihn ans Herz und sang vor Liebesgluten, ans Vaterland, ans Feuer schließ sie an. Nach kurzer Zeit sah ich das Mädchen wieder, sie trug ein Kind, da frug ich ungalant. Wo kam das her, da sang sie treu und bieder, das sag ich dir, mein teures Vaterland. Mit der höchsten Anschrift für zwei Lieder, ritt euch! Augen geradeaus! Schnell gehorsam zur Oberst, die Reservisten des Regiments zum letzten Appell angetreten. Danke sehr, Herr Leutnant. Reservisten, ihr seid hier zum letzten Male zum Appell angetreten, um wieder das verdammte Zivil entlassen zu werden. Ich sehe es euch an, dass ihr sehr ungern den bunten Rock auszieht. Aber es hilft nicht. Es wollen wieder andere des Königs Rock tragen. Und so müsst ihr euch denn bescheiden. Zieht nun wieder zu euren Familien und euren Beruf zurück. Aber vergesst nie, dass ihr des Königs Rock getragen. Sonst soll euch der Teufel holen, ihr Himmelhunde hier. Haltet stets euer Regiment Nummer Ehren und hütet euch vor den Anarchisten und verwandten Berufsgenossen. Die Bande taucht nicht. Und damit Gott befohlen. Unser Regiment! Ach wie fein, wird's in 100 Jahren sein. Dann sieht's anders aus, das sieht wohl jeder ein. Mancherlei ist da neu, wie man sich wohl denken kann. Deutschland, Deutschland, über alles heißt es dann. Ja, in Asien, in Australien und Amerika spricht man Deutsch, denn es sind deutsche Kolonien da. Dazu braucht man selbstverständlich eine Menge Militär. Zivilisten gibt's dann überhaupt nicht mehr. Gefreiter, lassen Sie die Wache antreten. Zum Befehl, Herr Hauptmann. Führen Sie die Mannschaft direkt auf das Küttlinger Rathaus. Setzen Sie alle Ausgänge. Zum Befehl, Herr Hauptmann. Ich nehme jetzt einen Wagen und folge Ihnen. Zum Befehl, Herr Hauptmann. Noch eins. Führen Sie mal. Lassen Sie scharf laden und schicken Sie einen Mann sofort zur Postzentrale, dass sämtliche Telefonleitungen abgestellt werden. Zum Befehl, Herr Hauptmann. Sind Sie an. Vom Schuss. Geladen. Das Gewehr über. Wache Marsch. Halt. Ah, da ist ja auch schon wieder der Hauptmann. Gefreiter, zwei Mann hier nach diesem Ausgang. Drei Mann vor dem Ratskeller. Zwei Mann hinten beim Ausgang. Vier Mann folgen mir. Herein? Herr Bürgermeister, ich habe den allerhöchsten Befehl, laut Kabinettsorder Sie zu verhaften. Was? Mich verhaften? Bitte um Vorzeihung der Kabinettsorder. Herr Bürgermeister, genügen Ihnen nicht diese Mannschaften als Kabinettsorder? Herr Hauptmann, ich bitte Sie, ich bin mir gar nicht bewusst. Desto schlimmer. Verhalten Sie sich ruhig und folgen Sie mir. Um das Himmels Willen, was ist denn hier los? Nee, die Frau, so leid es mir tut, habe ich allerhöchsten Befehl, Folgen zu leisten und Ihren Herrn Gemahl gefangen zu nehmen. Ja, aber warum denn? Das wird Ihr Herr Gemahl später erfahren. Dann gestatten Sie mir wohl, dass ich meinen Mann wenigstens begleite. Meine Gnädigste, die Vorschriften gestatten Sie zwar nicht, aber ich will die Verantwortung auf mich nehmen. Zwei Mann vortreten. Nehmen Sie die beiden Herrschaften in die Mitte. Befördern Sie dieselben mit dem Wagen, der unten steht, nach der Hauptwache in Berlin. Verstanden? Zum Befehl, Herr Hauptmann. Grenadiere, folgt mir jetzt zur Kasse. Herein? Sind Sie der Rendant? Ja, da bin ich. Geben Sie die Bücher her. Herr Hauptmann, Keine Widerrede, ich handle auf allerhöchsten Befehl. Ja, ich werde Ihnen gleich die Bücher holen. Sind Ihre Kasse? Ja, Hauptmann. Zeigen Sie mir das Geld her. Ja, Hauptmann. Na, was kriege ich denn? Na, da fehlt ja eine Marke. Na, ein kleiner Fehler kann schon in Köpnick vorkommen. So, hier ist die Quittung. So, nun Grenadiere kehrt. Ich bleibe noch 2 Minuten hier und werde dann vorangehen. Na, 4.000 Märkte ist zwar für diese Sache nicht viel, aber schließlich werde ich jetzt ein berühmter Mann und bekomme den Tapferkeitsorden. Nun stramm durch die Menge und in der Menge verschwinden. Hurra! Sie haben es erkannt. Das war die Köpenicker Hauptmannskomödie von Ludwig Arno und Arthur Bredow in Szene gesetzt, als Hörspiel. Und damit als eine frühe Kunstform, die Jahre später im Rundfunk ihr ideales Medium finden wird. Leider darf man sich den Helden dieser Militärgroteske, den Schuster Wilhelm Vogt,
nicht als herzerfrischenden Rebell gegen den muffigen Untertanengeist seiner Zeit vorstellen. Hier ein Ausschnitt aus der braven Dankesrede zu seiner Begnadigung. Meine Damen und Herren, durch die Gnade seiner Majestät bin ich der Freiheit und damit dem Leben wiedergegeben. Die lebhaften, mir von allen Seiten entgegengebrachten Bekundungen sind ein schönes Geschenk, das mir an meinen alten Tagen von Ihnen gemacht wird. Nach seiner Begnadigung bestreitet Wilhelm Vogt seinen Lebensunterhalt damit, sich auf Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen als Held der Köpenickiade zu präsentieren. Er stirbt am 3. Januar 1922 in Luxemburg. Der Militarismus der Kaiserzeit ist indes mehr als eine komische Uniformklamotte. Wilhelm II., der fürchterlich deutsche Kaiser, will es partout mit der Weltmacht Großbritannien aufnehmen, deren Leitsatz Britannia rules the waves ihn ständig provoziert. Und so betreibt er eine aggressive Aufrüstungspolitik, wobei der Marine seine ganze Leidenschaft gilt. Wo immer sich auf der Welt eine Möglichkeit bietet, trumpft er mit seiner fast peinlichen Großmannssucht auf. Ob beim Boxeraufstand in China oder als Kanonenboot-Diplomat vor Marokko. Die politischen Krisen eskalieren. Es fehlt nur noch ein Funke, der das Pulverfass zur Explosion bringt. Die Abänderung der Rückfahrt von dem Rathaus war offenbar dem erzherzoglichen Auto vorausfahrenden Wagen nicht richtig bekannt gegeben worden. Denn dieser Vorauswagen bogen in die ursprünglich projektierte Route ein. Der im erzherzoglichen Auto den Hoheiten gegenüber sitzende Landeskommandierende sagt, das ist ja falsch, wir sollen ja geradeaus fahren. Daraufhin stoppte die Autokolonne und diesen Augenblick benutzte der Attentäter, um von der rechten Seite die tödlichen Schüsse auf die Hoheiten abzugeben. Diese Beschreibung des Attentats auf den Thronfolger der Donaumonarchie hat Graf Erbach Fürstenau 50 Jahre nach dem Ereignis gegeben. Man sollte somit nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und zum Beispiel folgern, der Erste Weltkrieg habe deshalb stattgefunden, weil ein Fahrer gegen alle Vereinbarung falsch abbog. Kaiser Wilhelm II. Scheint es damals kaum abwarten zu können, seinen Verwandten im britischen Königshaus zu zeigen, für wie schlagkräftig er seine Armeen hält. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vermögen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Und
Und so ziehen die Soldaten mit Gott und für Kaiser und Vaterland in einen Krieg, von dem sie annehmen, dass er so fröhlich und bunt ablaufen wird, wie er auf den Bildern der vaterländischen Poesiealben romantisiert wird, mit prachtvollen Pferden, flatternden Fahnen und blinkenden Waffen und Geschützen. In den ersten Wochen sieht es noch ganz so aus. General Paul von Hindenburg triumphiert nach der Schlacht bei Tannenberg. Soldaten der 8. Armee, die vieltägigen heißen Kämpfe auf den weiten Gefilden zwischen Allenstein und Neidenburg sind beendet. Ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Nicht Gott dem Herrn ist dieser glänzende Erfolg eurer Opferfreudigkeit, euren unübertrefflichen Marschleistungen und eurer hervorragenden Tapferkeit zu danken. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott, der Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Russe unserer teure, schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen in feindes Land hineingetragen haben. Es lebe Seine Majestät der Kaiser und König! Hurra! Zu einem Hurra-Gebrüll gibt es in den darauffolgenden Monaten wenig Anlass. Aus einer vermeintlichen Bilderbuchschlacht wird ein schonungsloser Stellungskrieg in Schützengräben mit Bomben, Granaten und Giftgas. Millionen müssen elendiglich sterben, um minimale Geländegewinne zu erzielen. Die Begeisterung der Truppen und der Zivilbevölkerung lässt zu wünschen übrig. Mit vaterländischen Propagandaaufnahmen wird auf Kaiser komm raus eine gute Stimmung herbeibeschworen. Dem größten Geschütz der deutschen Armee, der dicken Bertha von Krupp, wird eine eigene Hymne gewidmet. Bertha,
ein Konzerta, macht die dicke Bertha, wenn sie kracht, dann fein die gute Nacht. Unsere Bertha, unsere dicke Bertha, so hat man sie genannt, unsere Kanone. Ein Konzerta, macht die dicke Bertha, wenn sie kracht, dann fein die gute Nacht. Someday there will come the time to wind up the watch on the Rhine, and Tommy and Jack will come marching back and take a cup for the sake of auld lang syne. But ere the happy day. Auf der englischen Seite sorgen die populären Lieder von Murray Johnson für eine moralische Aufrüstung. Er geht sogar so weit, mit dem Einmarsch von Charlie Chaplin in Berlin zu drohen. When the moonshine bright on Charlie Chaplin, his boots are cracking for want of blacking, and his little baggy trousers, they want mending before we send him to the Dardanelles. Das Besondere an den Liedern von Murray Johnson ist, dass es sie nicht nur auf Platten und Walzen gibt, sie werden ebenfalls per Funk in die Schützengräben der Briten übertragen. Auf beiden Seiten werden im Ersten Weltkrieg aus militärtaktischen Erwägungen jene Erfindungen forciert weiterentwickelt, die drahtlose Übertragung von Tönen und Sprache ermöglichen. Dabei geht es darum, in einem Sender akustische Signale in elektromagnetische Impulse umzusetzen und mittels elektromagnetischer Wellen zu einem Empfänger zu senden, der diese elektromagnetischen Impulse wieder in Töne verwandelt. Das funktioniert immer besser, aber die Reichweiten der Sender bleiben noch gering. Ein Jahr vor dem Ende des Krieges schleust das deutsche Oberkommando den russischen Revolutionär Lenin durch die Fronten, damit er einen Aufstand im Feindesland anzetteln kann. Die Kriegslist gelingt zunächst. Die Deutschen bekommen im Frühjahr 1918 ihren Separatfrieden an der Ostfront. Doch die Machtübernahme durch Lenins Bolschewiki wirkt auch bis ins Deutsche Reich hinein. Lenin und Trotzki finden Gehör. Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Троцкий spricht sogar ein ausgezeichnetes Deutsch. Die Tatsache, dass das Proletariat in einem der zurückgebliebensten Länder Europas zuerst zur Macht gekommen ist, scheint auf den ersten Blick ganz rätselhaft, ist aber nicht desto weniger vollständig gesetzmäßig. Diese Erklärung hat Lenin in einer prägnanten Formel gegeben. Die Kette ist an ihrem schwächsten Glied zerrissen. So wie ein Bär, wenn er sich auf die Hinterpfoten stellt, wenn es unzufrieden ist, wenn es wütend ist, das Bauerntum ist schrecklich, aber es ist hilflos. Das aus dem Mittelalter sich emporhebende Bauerntum kann seine eigene Wut nicht politisch verallgemeinern. Es sucht den Führer, es heißt einen Leiter. Und diesen Führer hat das russische Bauerntum zum ersten Mal in der Weltgeschichte im Proletariat gefunden. Und das erklärt Ihnen das Rätsel der Oktoberrevolution. Im Innern wie an der Front steht die deutsche Monarchie auf verlorenem Posten. Im Oktober 1918 erklärt sich die deutsche Regierung zu Waffenstillstandsverhandlungen bereit. Ein paar Tage später kommt es zum Aufstand der Matrosen in Kiel. Überall im Reich werden Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, die die Macht übernehmen. In Berlin dankt der Kaiser ab und flieht nach Holland. Die Hauptstadt steht ohne Regierung und Regierungssystem da. Am 9. November 1918
1918 Licht Reichstag schon in Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich: Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst raus und reden. Ich wehrte ab. Ach, wie viel hatte ich schon reden müssen. Du musst, wenn Unheil verhütet werden soll. Draußen stehen Tausende, die verlangen, dass sie reden. Scheidemann, komm schnell. Vom Schlossbalkon aus redet Liebknecht. Na, wenn schon. Nein, kommen Sie mit. Du musst reden. Dutzende redeten auf mich ein, bis ich mit ihnen ging. Die große Wandelhalle zeigte ein dramatisch bewegtes Bild. Gewehre waren in Pyramiden zusammengestellt. Vom Hofe herauf hörte man Pferdegetrappel und Gewirr. In der Halle schienen tausend gleichzeitig zu reden und zu schreien. Wir gingen eiligen Schritt zum Lesesaal zu. Links und rechts von mir redeten meine Begleiter auf mich ein. Zwischen umschlossenem Reichstag, so wurde versichert, bewegten sich ungeheure Menschenmassen hin und her. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sah ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz, eine Sowjetfiliale. Nein, tausendmal nein. Kein Zweifel. Wer jetzt die Massen vom Schloss her bolschewistisch oder vom Reichstag zum Schloss hin sozialdemokratisch in Bewegung bringt, der hat gesiegt. Ich sah den russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein. Nun ist auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. Schon stand ich im Fenster. Viele Tausende von Armen reckten sich, um die Hüte und Mützen zu schwenken. Dann wurde es still. Es waren nur wenige Sätze. Doch diese Worte genügen, um die Arbeiter- und Soldatenräte davon zu überzeugen, dass sie durch die Machtübernahme der SPD um den Erfolg ihrer Revolution gebracht werden. Sie treten in offener Straßenschlacht an und unterliegen. Der SPD-Minister, der den Kampf gegen die Arbeiter leitet, Gustav Noske, triumphiert in einer Sprache, die erst 14 Jahre später zum gängigen O-Ton der Nationalsozialisten werden sollte. Meine Damen und Herren, in Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken getobt. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Nur eine Säuberungsaktion ist in einigen Vororten noch vorzunehmen. Ich gedenke tief erschüttert und ehrend der wackeren Männer, die in diesen Schreckenstagen für die Ruhe und die Sicherheit im Lande ihr Leben gelassen haben. Grausen muss jeden fühlenden Menschen packen bei der Erinnerung an eine fiesche Bestialität, mit der eine Anzahl von Soldaten dahingemordet worden sind. Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer. Fast eine ganze Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert, trotzdem es angesichts der Truppe gefährlich war. Ich freue mich feststellen zu können, dass Lichtenberg gestern Abend kampflos von den Truppen besetzt worden ist. Dazu hat beträchtlich einer Last beigetragen, den ich schweren Herzens am 9. Abend unterzeichnet habe. Er lautet: Jede Person, die mit den Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort zu erschießen. Kurz vor seiner Ermordung reagiert Karl Liebknecht in einem Aufruf auf die blutige Unterdrückung der Revolution. Erwin Piscator trägt ihn dramatisch vor. Nieder mit den Spartakisten, folgt es durch die Gassen. Packt sie, peitscht sie, stecht sie, schießt sie, spießt sie, trampelt sie nieder, reißt sie in Fetzen. Gräuel werden verübt, die jene belgischen Gräuel deutscher Truppen in Schatten stellen. Spartakus niedergerungen, jubiliert es von Post bis vorwärts. Spartakus niedergerungen. Und die Säbel, Revolver und Karabiner der wiederhergestellten altgermanischen Polizei und die Entwaffnung der revolutionären Arbeiter wird seine Niederlage besiegen. Spartakus niedergerungen. Jawohl, geschlagen wurden die revolutionären Arbeiter Berlins. Jawohl, niedergemetzelt an die 100 ihrer Besten. Jawohl, in Kerker geworfen viele Hunderte ihrer Getreuesten. Jawohl, die revolutionären Arbeiter Berlins wurden geschlagen. Und die Ebert
Scheidemann, Noske haben gesiegt. Sie haben gesiegt, denn die Generalität, die Bürokratie, die Junker von Schlot und Kraut, die Pfaffen und die Geldsäcke und alles, was engbrüstig, beschränkt, rückständig ist, stand bei ihnen und siegte für sie mit Kartätschen, Gasbomben und Minenwerfern. Aber es gibt Niederlagen, die Siege sind, und Siege verhängnisvoller als Niederlagen. Spartacus niedergerungen, o Gemach! Wir sind nicht geflohen, wir sind nicht geschlagen, und wenn sie uns in Bande werfen, wir sind da und wir bleiben da, und der Sieg wird unser sein, trotz alledem. Die Republik kommt nicht zur Ruhe. Immer wieder flackern Aufstände in verschiedenen Teilen des Reiches auf. Erst 1920 finden die ersten Reichstagswahlen statt. Aber auch danach nehmen die politischen Krisen kein Ende. Von rechts wie von links wird die verhasste Republik blutig bekämpft. Zu alledem kommt in den ersten Nachkriegsjahren eine Katastrophe, die auf der Welt mehr Todesopfer fordert als der Erste Weltkrieg. In einer verheerenden, zwei Jahre andauernden Grippeepidemie sterben über 20 Millionen Menschen. Davon in Deutschland 196.000, die Gesamtbevölkerung einer Großstadt. Verständlicherweise wächst das Bedürfnis, aus all diesen Krisen und Katastrophen in die Unterhaltung zu entfliehen. Ein neues Lebensgefühl, ein neuer Stil und ein neues Tempo müssen her. Haare und Röcke werden extrem kurz. Der Tanz des Jahrzehnts heißt Charleston. Wenn du einmal tanzt, dann tanzen. Und wenn du tanzt, dann tanzen. Bis morgen früh. In Berlin blühen Theater, Revuen und Kabaretts wieder auf. Kriegsgewinnler, Zuhälter, arbeitslose Offiziere und Filous aus allen Schichten stürzen sich in einen Vergnügungstaumel. Champagner, Morphium und Kokain
werden zu unersetzlichen Stimulanzien. Und aus den USA kommt ein neuer Klang, der alle elektrisiert. Der Tiger Rag von der Original Dixieland Jazz Band ist der furiose Auftakt für eine ganz neue Ära der Unterhaltungsmusik. Mit diesen Tönen macht auch immer mehr ein neues Medium von sich hören, das Radio. In den USA gibt es nach der ersten Sendung von 1920 schon zwei Jahre später 220 Rundfunkstationen, die ihre Programme für 2,5 Millionen Besitzer von Radioapparaten ausstrahlen. Und in Großbritannien wird zur selben Zeit eine Rundfunkgesellschaft gegründet, die sehr bald den besten Ruf der neuen Branche genießt, die BBC. Nur im Deutschen Reich herrscht noch immer Funkstille. Weil sich Politik und Bürokratie in Haarspaltereien und in Engstirnigkeit üben, dauert es bis Oktober 1923, bis alle Rechts- und Kompetenzfragen zwischen Behörden und Ministerien, zwischen Reichspost und Radioproduzenten einigermaßen geklärt sind. Endlich kann der Unterhaltungsrundfunk in Deutschland beginnen. Ja, ich kann Ihnen ja mal eine erste Genehmigungsurkunde zeigen. Ich habe es aber noch im Schrank zu stehen. Eine amtliche Genehmigung mit der Überschrift Genehmigungsurkunde für Rundfunkempfänger Nummer 1. Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb eines Rundfunkempfängers für Herrn Wilhelm Kollhoff in der Turmstraße 47. Gültig unter den umstehenden Bedingungen bis zum 30. September 1924. Die Zahlung der Genehmigungsgebühr von 350 Milliarden wird hierdurch bestätigt. Na, und dann wurden Sie doch sicherlich bestaunt als erster Rundfunkhörer von den Nachbarn, die Sie sicher nicht mehr in Ruhe gelassen haben. Ja, das gab so einiges Hallo. Wie nur die erste Antenne gespannt wurde und der Draht nach unten gezogen wurde, liefen Leute natürlich zusammen und wollten wissen, was es für einen Zweck hat. Ja. Ich habe ihnen gesagt, ja, das ist die Antenne für den ersten Rundfunkapparat. Dann haben sie natürlich gebeten, mal mitführen zu können. Das habe ich ihnen gerne gestattet, habe sie auch reingerufen in die Wohnung. Späterhin im Sommer habe ich das Fenster aufgemacht. Hier wurden ja Parterre zu ihnen in der Erde. Da haben sie es von draußen mit anhören können. Und die Kinder speziell waren immer eifrig dabei, mitzuhören. Die Vorgeschichte des Rundfunks ist an dieser Stelle beendet. Die Geschichte und Geschichten, die das Radio machte, können beginnen.